Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Final Fantasy VII Remake Integrate hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, wir sind jetzt hier, haben jetzt in den letzten paar Folgen, nenne ich es jetzt einfach mal, alle Nebenaufträge abgeschlossen, die es so in den Slums von Sektor 7 gab. Das sehen wir auch dementsprechend hier bei Kapitel 3, der Himmel in den Slums. Da haben wir nämlich ja die ganzen Geschichten hier abgeschlossen, was der Bevölkerung hier so ein bisschen bedrückt hat. Ja, das hat unser Alleskönner Cloud hier in Begleitung mit Tifa erledigt. Und jetzt hat Tifa uns irgendwie angeboten, dass wir mal kurz ausruhen dürfen in unserem Unterschlupf. Verbunden mit der Story ein Moment zu zweit. Ja, okay, wir können eigentlich erstmal sowieso nur zu den Stella Apartments zurückkehren. Das werden wir dann auch sofort machen und ja, mal gucken, was uns da so erwartet. Oh, da dürfen wir mal mit der Vermieterin sprechen. Mit Marle. Da geht's auch sofort los. Wir gehen auch direkt hier hin und quatschen mit ihr. Ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa. Das hatte ich nicht vor. What? Damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Okay, Cloud war jetzt ziemlich irgendwie ein bisschen verunsichert. Aber jetzt würde mich mal umso mehr interessieren, was hatte jetzt Cloud gerade in dem Moment hier sich dabei gedacht? Also wieso hat er jetzt so komisch awkward reagiert eigentlich? Das ist echt mal interessant. Wirklich sehr interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt wieder Erinnerungen aus seinen Flashbacks kam oder wieder hochkam oder ob er da irgendwas anderes im Sinn hat, was ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Na gut, dann gehen wir mal zu ihr hoch. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Nur mal eine ganz kurze Frage. Kann Cloud das eigentlich? Ihm wurde, glaube ich, kein einziges Mal erklärt, wie man Filter wechselt. Das wollte ich mal kurz angemerkt haben. Wenn man auch einfach nur so random in die ganze Geschichte reingeworfen, ne? Filter auswechseln. Okay, und immer noch traut er sich nicht da, sich hineinzubegeben. Na gut, dann ist es nun mal so. Bei den Burschen können wir auch leider nicht vorbeischauen. Ja, ich lasse mal die Facecam jetzt mal mit Absicht ein bisschen verdeckt, weil da passiert sowieso jetzt gleich eine etwas längere Zwischensequenz. Da gab es auch nichts mehr zu holen. Na gut, dann gehen wir mal in unsere Bude, dann tauschen wir mal ganz kurz hier die Filter aus. Ist ja zu dunkel hier. Ah, jetzt. Was? Okay, hier ist es hell und wenn ich hier drehe, dann ist es dunkel. Es ist hell. Es ist dunkel. Es ist hell. Es ist dunkel. Smart Home ist hier eingeführt worden. So, haben wir es jetzt mal. Danke. Wo sind die Filter? Ach, da. Ach, wir müssen die nur im Waschbecken austauschen. Ach, okay. Ja. Machen wir das. Dein Spiegelbild kannst du immer noch nicht sehen, Cloud. So. Okay, wir sollen jetzt zum anderen Raum gehen. Ja gut, natürlich, um zu gucken, ob sie damit fertig ist, ne? Also Cloud, du hättest auch einfach mal klopfen dürfen, ne? Das wäre vielleicht zumindest... Warte kurz. Ich beeil mich damit.
Also klar, du hättest ja einfach mal klopfen können. Das wäre jetzt wirklich echt nett gewesen. Aber nee, er muss ja einfach mal reinstürmen. Ja, das ist so... Ich glaube, wirklich kollegial hier ihr gegenüber. War ein nettes Zimmer, was sie hat. Also erstmal ein Boxsack. Gut, ne? Da hat sie auch natürlich ihre krassen Skills drauf. Handtasche? Stiefel? Nettes aber auch. Guck mal, warum ist ihr Raum viel netter gestaltet als unser einer? Das verstehe ich nicht. Ich kann auch nicht mehr raus. Ja. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Hm. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich. Aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Oh Mann, Cloud. Ey, du machst diesen Moment so kaputt einfach. Also, ich konnte mir gerade das Lachen jetzt wirklich nicht verkneifen. So, erstmal in Schale. Und dann, was für so Sachen. Also, nochmal ganz kurz bevor... Was? Welche Richtung schwebt dir vor? Nichts Seltsames, was Kämpferisches, was Exotisches? Okay, also, warte mal, wir machen das gleich. Ich weiß nicht, was mit Cloud los ist, aber... Ja gut, ich habe so die Befürchtung, dass er sich halt wirklich nicht mehr an alles erinnern kann. Wie gesagt, das ist halt tiefgründig bei ihm, deswegen will ich da jetzt nicht so sehr reinsteigen. Für ihr kam das jetzt so rüber, als wäre Cloud so ein bisschen entsetzt oder irgendwie traurig über das, was er erzählt, weshalb er halt nicht gerne sprechen möchte. Auf der anderen Seite, naja, haben wir halt Cloud, der sich versucht halt an alles zu erinnern, aber es einfach nicht kann und deswegen halt solche Schwierigkeiten hat, es ihr zu erzählen. Als ob es ein bisschen wirkt, als würde er halt sich irgendwas aus dem Ärmel schütteln oder wie auch immer. Dementsprechend handelt er auch so ein bisschen komisch. Eigentlich schade. Sonst wäre der Moment, glaube ich, ein bisschen schöner gestaltet zwischen den beiden. Aber gut, welche Richtung schwebt es uns vor? Nichts Seltsames, was Kämpferisches, was Exotisches. So, um da auch schon mal zu spoilern. Das wirkt sich auf den späteren Verlauf des Spiels aus. Ich werde aber jetzt nichts dazu spoilern. Sondern wir gucken einfach mal. Nichts Seltsames. Was Kämpferisches, was Exotisches. Ich weiß nicht, also was Kämpferisches würde ja eigentlich gut zu ihr passen. Also von dem, wie sie sich bisher hier präsentiert hat in dem Spiel. Nichts Seltsames wäre irgendwie total langweilig. Aber würde irgendwie wiederum zu Cloud passen, weil er doch irgendwie sehr, ja, eingenommen wirkt.
ich würde mal sagen, ein bisschen schüchtern, keine Ahnung. Und was Exotisches, das wäre halt, wenn man wirklich jetzt mal reinhauen würde. Und ich wähle das. Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Weiß ich nicht. Was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Male petzen. Okay? Das war jetzt aber echt schön, der Moment. Muss man schon sagen. Das war echt schön. Sie hat auch schon wieder angedeutet, so. Ja. Nur ihr jetzt nicht erzählen. Ja. Ich weiß, was die so vorhat, ne? Hey. Ich hoffe, ihr seid mit der Entscheidung zufrieden, die ich getroffen habe. Ich habe das jetzt nicht aus dem Grund gemacht, weil ich... Nee. Garantiert nicht. Nee, nicht das, was ihr denkt, ne? Eure schmutzigen Gedanken könnt ihr sonst wohin stecken. ja gut, dann gehen wir uns leider raus. Schade. Ich hätte die Zeit noch ein bisschen gerne mehr genossen, aber gut. Dann ist es nun mal so. Können wir aber eigentlich bei ihm jetzt wieder reinschauen oder nicht? Ne, leider nicht. Schade. Gut, dann ist er anscheinend ein irrelevanter Charakter geworden. Gut. Müssen wir uns ja bei Male melden, anscheinend. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Ich dachte das als Voraussetzung. Entschuldigung. Ich zähle auf dich. Ah, Kacke! Ich wollte das eigentlich nicht überspringen. Naja. Bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Aber Cloud ist immer noch so ein bisschen. Vermassel es bloß nicht. Verstanden? Ja, ich versuch's. Bei Problemen kommst du zu mir. Dann sehe ich, was ich tun kann. Wichtig ist es, sich gegenseitig zu vertrauen und füreinander einzustehen. Mehr erwartet Tifa gar nicht von dir. Unter wahren Freunden braucht es keine großen Heldentaten. Hä, als ob Male jetzt auf einmal checkt, was sie von uns wollte. Nein. So. Wir haben dafür jetzt Mondsichel-Talisman bekommen. Also hier die Nebengeschichte, die hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Da haben wir jetzt irgendwas dafür bekommen. Gucken wir mal, was das kann. Ein Amulett, in dem die Hoffnung so hell wie der Mond am Nachthimmel zu funkeln scheint. Was? Der gibt doch gar keinen Boost oder ähnliches. Ich muss mir das mal kurz anschauen. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist eigentlich ganz praktisch sogar. Wäre jetzt schon interessant gewesen, um wie viel Prozent der Schaden es sich verringert. Aber ich glaube, Tifa hat da bisher noch nichts. Ja, dann können wir ihr auf jeden Fall mal den mondsichel Talisman geben. Aber wenn der Mond scheint. Oh, das kann es ja natürlich auch sein. Aber Tag-Nacht-Wechsel, naja, so dynamischen haben wir jetzt nicht. Das ist ja auch vom Spiel mehr oder minder vorgegeben. Denke ich jetzt mal. Ja, die beiden waren schon Kindheitsfreunde auf jeden Fall. Also so viel wissen wir ja. Aber man merkt, auf Tifa hat ja auch irgendwie ein bisschen ihre Schwierigkeiten, sich mit Cloud hier vernünftig zu verständigen. So, damit haben wir aber auch jetzt wirklich alles, oder? Wir können es ja bei ihm melden. Obwohl, machen wir mal die Arbeit als Alleskönner. Weil ich glaube, jetzt dürfen wir auch alles abgeschlossen haben und der sollte uns eigentlich jetzt was geben hier. Du warst der Einzige hier. Danke, dass du uns den lästigen Köter
Eine neue Kampfhunderasse von Shinra, ha? Huh? Frage mich, wie das Vieh hierher gekommen ist. Ja, weiß ich auch nicht. Stellst aber auch halt Fragen auf, ne? Mach ich gerne, Jungs und Mädels. So, jetzt können wir uns aber auch mal wirklich jetzt wieder der Main Story widmen. Nach getaner Arbeit schaue nach, was es mit dem Menschenauflauf auf sich hat. Boah, gibt es das zu essen oder warum heißt das so? Anstelle, dass sie einfach sagen, so Menschenmenge, Menschengruppe. Nee, da sagen sie nur Auflauf. So, schauen wir mal, was hier los ist. Würde ich mal sagen. Johnny wird doch wohl nichts passieren. Die Garde ist hier. Was ist denn los? Vielleicht nehmen sie ihn fest. Wie bitte? Vielleicht nehmen sie ihn fest. Oh, das ein Shinra-Gard ist. Was ist hier los? Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Hallo! Bist du bescheuert? Angeblich ey, Alter! Aus einem geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Oh nein! Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Was ist denn los? Okay, nach getaner Arbeit ist vorgetaner Arbeit. Shinra tritt in Action. So. Aber lass mich mal erstmal hier bei der Hütte reinschauen. Oh, okay, wir können hier nicht rein. Okay, müssen wir ja Johnny wirklich helfen. Ja, ich wollte ja nur mich mit der Menschenmasse hier unterhalten. Na komm, Tifa. Dann beeilen wir uns mal. Ich finde diese Musik hier sehr cool. Ach, da ist er, ne? Wieso versteckst du dich hier? Johnny, ich komm dir helfen! Hallo, warte doch, wir müssen schleichen. Cloud, hinter die Container da. Ja komm, begebe ich mich hier hin. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Ja. Okay. Oh, das kommt jetzt irgendwie schon so ein bisschen gerade zusammen. Insbesondere, wo sie jetzt hier das mit dem Schießpulver erwähnt hat. Erinnert ihr euch noch an die eine Szene im Let's Play, wo wir im Zug waren und bei uns die IDs gescannt worden sind?
Und es sich bei uns herausgestellt hat, dass wir alle sauber waren. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Jessie, also die eine aus Avalanche, da Johnnys ID wiederum hier kopiert hat. Beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal, geblackmarket hat, um, ja, damit wir da lupenrein hier durch den Zug kommen. Und sie wird unter seinem Namen vermutlich hier dieses Schießpulver geklaut haben und jetzt ist Johnny am Arsch. Aus unerklärlichen Gründen. Und das sollten wir vielleicht verhindern, weil ansonsten haben wir echt ein riesiges Problem. Es ist mir nur so gerade ein bisschen hier in den Gedanken gekommen. Da müssen wir ihn sofort irgendwie retten. Oh Mann. Ja, als Alleskönner hat man aber auch keine Pause, ne? Da kann man aber auch hier nicht Zeit mit ihr verbringen oder ähnliches, ne? Da muss man direkt hier schon zum nächsten Job, wie im echten Leben. So. Deswegen ruhen wir uns erstmal in der Bank aus. Und sind jetzt maximal geheilt, maximal gehypt. Und natürlich finde ich die Arbeitseinteilung mega, mega krass. Du kümmerst dich um die Gegner. Ich mach nix. Genauso. Ach, da müssen wir uns um ihn kümmern. Ja, ich meine, diese Shinra-Leute, das sind ja Futzis, die machen wir mit links platt. Lasst ihn gehen. Hm? Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Hey du! Was soll das werden? Erstmal haben wir ihn betäubt. Sehr gut. Das muss es nämlich. Aber Tifa wurde auch ein bisschen spannend in Szene gesetzt. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Nee, warte mal. Ich möchte mal kurz, oh nein. Die haben auch noch einen Dackel dabei. Och, Hilfe. Na gut, aber das ist einer der normalen Wachhunde. Der schmeißt auch noch mit Kisten auf uns. Okay, hatte ich auch noch nie. So, erstmal den Elite-Gardisten. Den möchte ich mal ganz kurz scannen. Ich werde jetzt auch erstmal die Zeit nutzen, um da tatsächlich jetzt jeden einzelnen Gegner zu scannen. Das heißt, eigentlich, die sind witzlos. Okay, den haben wir noch nicht. Und den normalen Gardisten haben wir noch nicht. So, dann schauen wir mal, was er da so zu erzählen hat. Ranghoher Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeiten denen gewöhnlicher Wachmänner deutlich überlegen sind, wird hauptsächlich in hart umkämpften Gefahrenzonen eingesetzt. Nach geblockten Nahkampfangriffen sind ranghohe Wachmänner kurzzeitig leichter einzuschüchtern. Von dem kriegen wir auch Tränke. Ja, ihr könnt auch nichts. Aber ich glaube, wir müssen angreifen, weil ansonsten haben wir echt ein Problem. So, nächste Analyse. Diesmal machen wir das auf... Oh, jetzt muss ich das auf den Gardist machen. Verdammt. So, Gardist A haben wir auch schon. Das kennen wir aber allerdings schon. Es ging mir eigentlich nur darum, dass wir den analysiert jetzt bekommen haben. Was? Du kannst dich heilen? Nee. Nicht mit mir, ja? So. Magiestufe wählen. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feurer und Feuiger sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufe einer Magie mit Steuerkreuz links und rechts auswählen. Ja, das ist schön. Ich will's nicht. Ich wollte eigentlich nur Analyse jetzt auf dem Wachhund, damit wir den auch haben. So, jetzt haben wir auch alle studiert hier. Und jetzt können wir mal all out gehen. So. Schwertsturm. Bam, bam, bam. Und noch einmal. War doch ganz easy. Johnny, halt die Klappe da hinten, ja? Wir haben dich nicht umsonst gerade bewusstlos geschlagen. So, dann helfen wir ihm gleich aus der Patsche, aber erstmal gucke ich mich einfach nochmal kurz um. Ja gut. Dann holen wir dich raus, Mann. Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig.
Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Kann er nicht laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Was ist mit ihr los? Cloud. Was soll das? Wie, was soll das? Das müsstest du doch gerade wissen, oder nicht? Bevor sie aufwachen. Tifa, bleib doch hier! Mann. Wie, was ist los? Ich weiß doch selber gerade nicht, was vor sich geht. Die haben einfach einen random Dude genommen und... Naja, okay, eigentlich wissen wir, was da los ist. Ich glaube, diese Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, die scheint sich, glaube ich, wirklich zu bewahrheiten. Na gut. Wir haben aber auch die ganze Zeit hier liegen, oder? Wo ist eigentlich der Wachhund von denen? Ach, der. Ah, okay. Da liegt er auch. Blutrünstig. Tifa, warte. Ich muss doch mit dir reden. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Dann lass uns mal zum Laden zurück. Okay, ich merke schon gerade irgendwie, dass die Cloud doch vielleicht anders in Erinnerung hatte anscheinend. Ja, schon eine womögliche erste Andeutung. Oh Mann, ey, die Musik ist aber auch jetzt irgendwie so gerade passend. Irgendwie hegt sie aber auch hier Zweifel an uns, oder? Naja, also ich meine, es war auch irgendwie gerade so ein bisschen unverständlich gewesen, warum Cloud da jetzt irgendwie auf, okay, Johnny heißt ja anscheinend hier losgegangen ist und ihn versuchen wollte, den Kopf kürzer zu schneiden. Ich hätte das auch jetzt nicht so gefühlt, was er gemacht hat. Das bin ich auch ganz ehrlich, insbesondere weil er eigentlich nichts für kann. Mal gucken, was da jetzt dran ist. Boah, schwierig, schwierig, die Lage. Na gut. Dann kehren wir einmal kurz zurück. Ist auch ganz schön spät geworden, also, ne? Wir steuern da, glaube ich, auch Richtung Sonnenuntergang entgegen. Hier noch irgendwas essbar ist? Verdammte Scheiße. Alles schon verdorben. Ja, tut mir leid, kannst du hier nichts finden. Mal leider sagen. Ich werde mal kurz umschauen. Johnny ist wirklich von hier verschwunden und kommt nicht wieder? Quatsch, der hat nur übertrieben. Ich wette, der ist heute Abend wieder da. Zumindest hoffe ich das. Ja, ich bezweifle das eher sogar. Wer sind Sie denn? Mit ihr können wir auch anscheinend reden. Machen wir einfach mal. Ist das die Mutter von Johnny? Unser Johnny hat gesagt, er würde die Stadt verlassen. Was soll ich denn nur tun? Alleine kommt der Junge doch nicht zurecht. Wenn Johnny sich einmal was in seinen sturen Schädel gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Manchmal macht er Sachen, die man nicht für möglich hält. Unser Johnny hat gesagt, er würde... Was soll ich denn nur tun? Alleine kommt der Junge doch nicht... Hey. Ganz plötzlich sagte unser kleiner Großer, dass er auf Reisen geht.
Naja, man sollte die Welt sehen, solange man zwei gesunde Beine hat. Nur davon, vor Shinra zu katzbuckeln, lernt man ja auch nichts fürs Leben. Ja, das ist schon richtig, aber ja, wir haben es ihm, glaube ich, so ein bisschen auf die unangenehme Art und Weise beigebracht. Das fand ich jetzt nicht so schön von Cloud, muss ich sagen. Ich? Ach, ich bin John. Du scheinst dich auch um unseren Johnny zu sorgen, Tifa, was? Mein Sohn ist schon was ganz Besonderes. Ich grüße ihn von euch, wenn er mal wieder hier ist. Ganz plötzlich. Nur davon vor Shinra zu. Ach, schade, dass es jetzt irgendwie so keine Taste gibt, wo man da irgendwie den kompletten Zwischendialog skippen kann, wenn der erste Satz sich wiederholt und man da irgendwie 3-4 Sachen noch mitkriegt. Ja. Gut, wir wissen halt jetzt nicht, was mit Johnny jetzt los ist. Johnny ist wie wild aus dem Haus gestürmt. Was die Garde wohl von ihm wollte. Ja, komm, wir laufen noch einmal kurz zurück. Ich will mal sicherstellen, dass er wirklich jetzt nicht irgendwie komplett weggelaufen ist. Ich würde von Avalon schon gerne. Wegen dich stimmt die Garde echt ab. Deine Stärke sieht man dir gar nicht an. Vergiss die Garde, der Söldner hat's drauf. Okay, den interessiert es anscheinend nicht. Hattest du keine Angst vor den Schimmern? Okay, ich verschwinde von hier. Also auf dem Platz ist der hier ja auch nicht. Ja, interessant, wo er abgehauen ist. Ja gut, aber das werden wir, denke ich, irgendwann herausfinden. Ja, ich würde mich dementsprechend hier aus dem Vorplatz hier verabschieden. Und ja, bedanke mich bei euch, dass ihr in dieser Ausgabe reingeschaut habt vom Let's Play Final Fantasy 7 Remake Integrate. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ja, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder auch ein Abo auf dem Kanal da, um keine weiteren Videos hier zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bis dahin und haut rein!